darf sehr herzlich begrüßen den Gudehus aus Hamburg, der heute zu uns gekommen ist. Der Gudehus ist ursprünglich Physiker von Ausbildung. Es gibt auch andere Beispiele, dass sich Naturwissenschaftler mit ihrer Art des logischen Denkens, wenn die mal über das Geldsystem anfangen nachzudenken, dann merken sie, naja, auch nicht so ganz, das ist auch nicht gut. Es gab da den Frederick Soddy, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, ein Chemiker, der sich in den 20er, 30er Jahren eben sehr kritisch mit dem Geldsystem auseinandergesetzt hat, war ein Nobelpreisträger für Chemie und hat bahnbrechendes zur Geldreform geschrieben. Herr Gudes hat mir ein sehr interessantes Buch über dynamische Märkte geschenkt, war auch als Unternehmensberater tätig und ich bitte Sie, mir jetzt Ihre Überlegungen zu einer europäischen Währungsverfassung vorzustellen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vom Geldchaos zur Geldordnung. Und wenn ich an das bisher Vorgetragene und die Diskussion denke, dann ist es doch schon ein Beispiel dafür, wie chaotisch unser Geldsystem erscheint und dass eigentlich Rechtsgrundlagen widersprüchlich, wenn überhaupt, da sind oder unvollständig. Es gibt überhaupt keine Legaldefinition des Geldes. Wenn Sie sich über Währungsrecht solche Bücher kaufen, dann gibt es da sehr unterschiedliche Aussagen, aber einer sagt ganz richtig, es hängt vom Fall ab und vom Richter. Das ist natürlich auch nicht so sehr befriedigend. Der Grund dafür ist, dass bis heute unter Wirtschaftswissenschaftlern, Juristen und Bankfachleuten unklar und umstritten ist, was überhaupt Geld ist, wer nach welchen Regeln Geld schöpfen, in den Verkehr und vernichten darf. Das haben wir in der Diskussion, glaube ich, alles schon mitbekommen. Aber schauen wir uns das mal an. Eigentlich möchte ich als erstes in die Tasche greifen und sagen, schauen wir doch mal auf den Geldschein. Gibt er uns irgendwelche Auskunft? Als wir D-Mark hatten, da stand da noch drauf, wer Geldscheine fälscht oder in den Verkehr bringt oder so, Bob wird mit Geldstrafe nicht unterbestraft. Typisch deutsch, bei uns stand drauf, was wir nicht dürfen. Die Engländer sind da schon etwas großzügiger. Da haben wir eine 5-Pfund-Schein und da oben links ganz verschwommen, da steht etwas. Da steht, I promise to pay the bearer on demand the sum of 5 pounds. Das ist ziemlich tautologisch, kriegen Sie da 5 Münzen. Früher waren das Pound Sterling, das war noch was. Aber heute steht das so lakonisch da drauf und das ist eigentlich keine Antwort auf die Frage, was ist Geld? Gucken wir uns den amerikanischen Greenback an und da steht schon etwas sehr viel Zutreffenderes drauf. This note is legal tender for all debts, public or private. Und da möchte ich ansetzen, denn das ist eigentlich die präziseste Auskunft, die ich bisher gefunden habe zum Thema auf Deutsch. Gesetzliches Geld ist eine staatliche Lizenz zur Nutzung als Zahlungsmittel. Wobei es gar nicht darauf ankommt, was der Träger ist, die Münze, das Papier, eine Buchung in einem Konto. Aber wesentlich ist, wer kann diese Lizenz herausgeben, wer autorisiert sie und wer regelt, wie man damit umzugehen hat. Und wenn Sie danach suchen in unseren Gesetzen, in den angelsächsischen, finden Sie höchstens bruchstückhaft Auskunft, aber vollständig nicht. Und das ist die Ursache für die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das geht schon los damit, dass Giralgeld, und die Diskussion hat das gezeigt, nicht nur Geld ist, also allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, Klammer auf, kein gesetzliches, sondern zugleich Kredit. Ein und dasselbe ist Geld, also Zahlungsmittel, und andererseits Kredit, das heißt Zahlungsversprechen oder Zahlungsverpflichtung. Was ist es denn nun eigentlich? Ja, weil es beides ist, kann man eben so wunderbar damit rumjonglieren und es auch kräftig missbrauchen, wenn man immer darauf beharrt, dass es doch eigentlich nur ein Kredit oder dass es eigentlich doch nur Zahlungsmittel ist. Diese Ambivalenz des Giralgeldes und weitere Widersprüche und Unklarheiten des heutigen Geldsystems haben erhebliche Probleme zur Folge, die uns alle bedrohen. Rechtsunsicherheit, nur teilweise gesichertes Giralgeld, Inflationsgefahr, Staatsverschuldung, Bankenzusammenbrüche, Blasenbildung auf Finanzmärkten und anderes mehr. Sie finden heute zahlreiche Zeitungsartikel, Bücher und Vorträge von Leuten, die diesen unhaltbaren Zustand des Geldes und unseres Finanzsystems anprangern. Und viele warnen vor dem apokalyptischen Untergang.
Aber kaum einer macht konstruktive Vorschläge. Bestenfalls, man müsste mal. Ein konstruktiver Lösungsvorschlag ist der von Josef Huber und anderen vorgeschlagene Vollgeldreform, für die sich auch die Monetative einsetzt. Und ich möchte hier heute mit dem Entwurf einer europäischen Währungsverfassung einen Beitrag zur Einführung oder zur Umsetzung dieses Gedankens leisten, an dem wir gleichzeitig erkennen können, wo noch Klärungsbedarf ist und dass auch hier noch einige Schwierigkeiten bestehen. Diese vorgestellte Version 2.5 ist das Ergebnis einer einjährigen Korrespondenz mit Josef Huber und vielen anderen Interessenten, darunter auch einigen Juristen. Die Entwicklung und Formulierung der neuen Geldordnung sind schwierige und komplexe Aufgaben, die noch keineswegs endgültig gelöst sind. Viele Regelungen erscheinen selbstverständlich, das werden Sie gleich sehen, wo Sie sagen werden, ja, und das ist doch so. Einige sind jedoch von großer Tragweite. Ich möchte Sie mit meinen Ausführungen anregen, darüber nachzudenken und wenn Sie Interesse haben, an der Verbesserung und Weiterentwicklung dieses Entwurfs mitzuwirken. Sie finden ihn übrigens auf der Website www.vollgeld.de von Josef Huber. Da finden Sie auch zwei weitere Beiträge zur Erläuterung einiger Schwierigkeiten wie die der Bilanzierung von Geldschöpfung, die hier eine ganz zentrale Rolle spielen und in der allgemeinen Diskussion eigentlich untergehen, überhaupt nicht behandelt werden. Wie soll eigentlich durch die Umstellung plötzlich ein riesiger Gewinn entstehen, der zur Staatsentschuldung führt? Doch nun zur Währungsverfassung. Es geht wie immer los mit einer Präambel. Das ist eine feine Absichtserklärung. Da können sich Politiker und andere noch dran formulieren. Das Vertrauen in das Geld und das reibungslose Funktionieren der Geldordnung sind Bedingungen für eine prosperierende Wirtschaft und das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft. Eigentlich selbstverständlich. Die Regelung der Geldmenge und die Sicherung des Geldwertes sind Aufgaben der Europäischen Zentralbank. Das gilt übrigens nicht nur für das Eurosystem, das nehme ich als Beispiel. Das kann man sich in der Schweiz, das kann man sich in England, USA vorstellen. Sie können statt europäische auch Zentralbank denken. Und zweitens, die Gewinne aus der Geldschöpfung sollen dem Nutzen der gesamten Gesellschaft dienen. Um diese Ziele zu erreichen, haben die Mitglieder der Europäischen Währungsunion zur Neuordnung des Geldwesens im gemeinsamen Währungsgebiet diese Währungsverfassung beschlossen. Es ist natürlich erstens noch aufzuführen, wer sind diese Mitglieder, aber vor allem ist zu klären, auf welche Weise eigentlich dieser Beschluss zustande kommen kann. Wer initiiert das? Wer bringt einen Vorschlag? Das sind offene Fragen, die wir vielleicht heute Abend noch mal vertiefen können. Der erste Paragraph behandelt oder definiert, was Geld ist. Geld ist das allein zulässige gesetzliche Zahlungsmittel. Gesetzliches Geld und unbeschränkt gültige Währung ist das von der Europäischen Zentralbank in begrenzter Menge in den Verkehr gebrachte Zentralbankgeld. Schön einfach, ich hoffe, jeder nickt und sagt ja, so wäre es gut. Gesetzliche Währungseinheit und Recheneinheit für monetäre Vorgänge und Vermögenswerte ist der Euro mit der Unterteilung in 100 Cent. Auch nicht ganz selbstverständlich, wenn die Dinare wieder eingeführt werden sollen oder wie ist der Austausch eigentlich, wie soll die heißen? Auch das muss man eigentlich mal festlegen. Zentralbankgeld ist das Bargeld in Form von Euro-Banknoten und Euro-Münzen und das Buchgeld auf zugelassenen Euro-Geldkonten und mobilen Geldspeichern. Darauf komme ich nachher noch zurück. Denn auch das muss hier geregelt werden. Die Europäische Zentralbank garantiert den Umtausch von Euro-Buchgeld in Euro-Bargeld und von Euro-Bargeld in Euro-Buchgeld. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die Gesamtgeldmenge besteht aus der Verkehrsgeldmenge, die alle Bargeld- und Buchgeldbestände außerhalb der Zentralbank umfasst. Das ist eine zählbare, nur von der Zentralbank zu kontrollierende Menge und noch aus einer Vorratsgeldmenge, die sie selber braucht, wie ein Münz- und Scheinvorrat, nachher auch ein Buchgeldvorrat, um später noch zu definierende Ausgleichsmöglichkeiten zu haben bei kurzfristigem Bedarf, eine Art Sicherheitsbestand und Schwankungsreserve. Ich nenne das bewusst nicht
Laufgeld. Verkehrsgeld umfasst nämlich auch das ruhende Geld und nicht nur das, was von Hand zu Hand wandert. Und ich möchte hier auch gar nicht diskriminieren und vielleicht sogar bestrafen, dass es Geld gibt, das zurzeit nicht ausgegeben wird. Das ist die Freiheit jedes Bürgers, so wie er sich auch die 100-Euro-Scheine unter die Matratze legen darf. Ich würde das nicht unbedingt unter Strafe stellen. Dann schauen wir uns mal als nächsten Paragraphen. Der erste hatte geregelt, was ist Geld, und gesagt, Geld ist Zahlungsmittel. Dann müssen wir als nächstes definieren, was Zahlungsmittel ist. Das Zentralbankgeld ist das im gesamten Währungsgebiet allein zulässige gesetzliche Zahlungsmittel. Verkäufer und andere Zahlungsempfänger sind verpflichtet, zum Begleichen einer Zahlungsverpflichtung Zentralbankgeld anzunehmen. Das ist schon was Neues, denn zurzeit ist man nur verpflichtet, wie wir auch gesehen haben, Banknoten anzunehmen, in begrenzter Menge auch Münzen, aber Giralgeld anzunehmen ist keiner verpflichtet. Jedenfalls steht das nirgendwo im Gesetz. Paradoxerweise verlangt aber die Steuer, dass sie ihre höheren Steuerbeträge nur abbuchen lassen, in Giralgeld bezahlen. Also einer von diesen absurden Widersprüchlichkeiten. Hier ist der Staat auch verpflichtet, in Zukunft das Buchgeld der Zentralbank anzunehmen. Nach freier Vereinbarung können Zahlungen durch Übergabe und Einzahlung von Bargeld auf ein Geldkonto, was das Geldkonto ist, werde ich gleich definieren, und durch direkte Übertragung von Buchgeld von einem Geldkonto auf ein anderes Geldkonto geleistet werden. Eigentlich alles ziemlich trivial. Aber Schwierigkeiten werden noch kommen. Gemäß den dafür geltenden gesetzlichen Regelungen ist zum Begleichen einer Zahlungsverpflichtung auch die Übergabe eines Schecks oder Wechsels zulässig. Zulässig wohlgemerkt. Schecks, Wechsel und andere Schuldverschreibungen dürfen aber nicht als Zahlungsmittel an Dritte weitergegeben werden. Denn wie wir vorhin in der Diskussion gesehen haben, würde ein weiterreichbarer Scheck, wenn ihn alle akzeptieren, wie Geld ein Geldsurrogat sein. Man muss das also einschränken und sagen, er darf nicht als Bezahlung an Dritte weitergegeben werden. Sie reißen da ein großes Fass auf, sage ich mal ganz deutlich. Aber eines kann ich Ihnen sagen, Sie vergrößern das Geldchaos, mit dem wir jetzt schon Schwierigkeiten genug haben. Wir haben gegenwärtig ja schon das Problem, dass von den Banken halbwegs regulierte, nämlich durch Mindestrücklagen wenigstens halbwegs begrenzte Giralgeld irgendwie zu begrenzen. Wenn Sie dies also beliebig stellen wollen, kommen Sie in die österreichische Schule. Hayek hat gesagt, das könnte eigentlich jeder machen nach freiem Ermessen. Da bin ich dann auf der anderen Seite und sage, der Schaden wäre größer als der Nutzen. Aber das sollten wir vertiefen, nicht jetzt als Zwischenfrage, bitte. Das ist das erste weltweite. Entschuldigung, auch das bestreite ich, denn es ist nicht von allen akzeptiert und zum Glück bin ich nicht gezwungen, es zu akzeptieren. Insoweit ist es bestimmt kein Vollgeld. Ich bin nicht gezwungen, Ihnen meine Arbeitsstunde gegen Bitcoin zu verkaufen oder mich von Ihnen Bitcoin bezahlen zu lassen. Machen wir Verständnisfragen zum Vortrag? Keine neuen Diskussionen eröffnen, sonst kann man nicht. Aber er hat einen wichtigen Punkt. Wenn wir, die dieses Vollgeld oder eine neue Geldordnung wollen, nicht inhaltlich einigermaßen einig sind, sondern so grundlegende Kontroversen haben, besteht kaum Aussicht, hier etwas zu bewegen, dann sollten wir das Vorhandene vielleicht noch ein bisschen feilen oder wie eben vorgetragen ein paar Zusatzparagraphen einsetzen. Meine, oder anders gesagt, dieser Entwurf ist gleichzeitig eine Art Diskussionsgrundlage, um auch festzumachen, wo wir feststellen, dass wir uneinig sind. Und entweder herausfinden, wie wir einig werden können, oder feststellen müssen, es gibt zwei Fraktionen, die einen wollen eine Währungsgesetzgebung der Art und die anderen eine andersart. Und dann machen Sie beispielsweise einen Vorschlag, in dem das konsistent und mit Nachweis zum Vorteil der Gesellschaft formuliert ist. Bis vor wenigen Jahren war ich auch dafür. Das jetzige Geldsystem, da kann ich Bitcoin nicht. Jetzt bin ich auch nicht mehr für das jetzige Geldsystem, ich wäre für ein anderes. Das heißt, also die Akzeptanz steht jetzt auch im Rahmen zum jetzigen Geldsystem. Gut, das dürfen Sie dann in Ihrem Vortrag das nächste Mal hier vorstellen. Oder habe ich zu weit vorgegriffen? Also, nächster Punkt. Vorher war gesagt, was ist Geld? Jetzt wird geregelt Zahlungsmittel.
und auch dass Schecks und Wechsel, die im Übrigen an Bedeutung verloren haben, definitiv nur ein Zwischenkredit da sind, aber nicht selbst als Zahlungsmittel verwendet werden dürfen. Das Bezahlen eines Kaufpreises und das Begleichen einer Zahlungsverpflichtung sind rechtlich von einer eventuellen Kreditaufnahme zu trennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn sonst entsteht mit jeder Krediterteilung eigentlich schon wieder Ersatzgeld. Dann brauchen Sie auf Dauer eigentlich kein Geld. Ich will das gleich nochmal ausführen. Wenn alle Beteiligten zustimmen, sind der Tausch geldwerter Güter und das Aufrechnen von Forderungen gegen Gegenforderungen oder Übertragung geldwerter Güter zulässig. Wenn Sie also beispielsweise eine Erbschaft antreten und wollen das nachher verrechnen, dann müssen Sie das nicht erst alles verkaufen. Tun Sie auch heute nicht, sondern man kann verrechnen und Spitzenbeträge ausgleichen. Das Tauschen muss auch weiter zulässig sein, aber man muss es einschränken. Sie dürfen nicht beliebige Zahlungsziele zulassen, denn in einer Überlegung, die ich mal angestellt habe, wo Sie zulassen, dass Sie alle Zahlungen bis Jahresende auflaufen lassen, brauchen Sie praktisch kein Bargeld, auch kein Zentralbankgeld mehr, weil sich das nämlich saldiert, da muss gar kein Bestand sein. Nur soweit, wie Leute überschuldet sind, tja, muss man es ihnen vielleicht erlassen. Es gab alte Geldsysteme, wurde einmal im Jahr aufgerechnet und wer nicht konnte, ging in Zinsknechtschaft oder sonst wie. Also hier ist auch noch einiges zu klären. Ich möchte nur sagen, wenn Sie das nicht eingrenzen, besteht am Ende auch gar kein Bedarf mehr für Vollgeld. Kredite und Anleihen. Eigentlich sollte der Grundsatz heißen, dass eine Währungsordnung, ein Währungsgesetz, eine Währungsverfassung nur Währungs- und Geldfragen regeln soll und möglichst wenig in die Finanzordnung und Wirtschaftsordnung eingreifen. Aber sie muss so weit in die Finanzordnung eingreifen, wie dort sich Dinge abspielen, die dazu führen können, dass Geldersatz entsteht. Zentralbankgeld kann als Kredit oder Anleihe zu frei vereinbarten Konditionen verliehen werden. Verbriefte Kredite, Anleihen und andere Wertpapiere dürfen weiterverkauft und an einer Börse gehandelt werden. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Bei Kaufabschluss muss der Verkäufer im Besitz der gehandelten Wertpapiere, also nicht Leihgeschäfte sein, und der Käufer im Besitz der fälligen Geldmenge. Und nicht sagen, und dann kaufe ich noch 6-mal hin und zurück und dann kannst du heute Abend oder morgen sehen, ob ich dir einen Kredit gebe. Das hat große Weiterungen. Und das nächste, Kaufpreise, Zinsen, Ausschüttungen und Rückzahlungen für in Euro gegebene Wertpapiere sind bei Fälligkeit in Euro Geld zu leisten und nicht in Kredit. Und damit kommt sonst der Kettenkredit wieder zustande. Und schließlich, für den Handel mit Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren kann die Zentralbank Mindesthaltezeit vorschreiben oder auch längere Haltezeiten durch eine haltezeitabhängige Transferabgabe attraktiv machen. Ein spannendes Thema, zurzeit wieder aktuell. Wir bräuchten gar keine Transferabgabe, wenn man nur feststellt, jeder Handel, der etwas gekauft hat, muss es für einen Tag bewahren. Dann ist dieser ganze Minutenhandel und vieles von der Tagesspekulation außer Kraft gesetzt. Machen Sie nur mal diesen Vorschlag. Sie werden sehen, wie resistent die Investmentbanken sind. Das wäre auch eine Änderung im Rahmen des bestehenden Systems. Jetzt kommen zwei ziemlich triviale Dinge. Das Währungsgebiet umfasst die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion. Und jetzt kommt ein schwieriger Passus. Soweit nicht durch Außenhandelsgesetze abweichend geregelt, gelten die Regelungen der Währungsverfassung für alle Bürger und Besucher der Mitgliedstaaten sowie für alle juristischen Personen, die im Währungsgebiet ansässig und tätig sind. Tja, da denken Sie mal drüber nach, wie das noch auszugestalten ist und wo man die Grenzen zieht. Ein kleines Land wie Dänemark kann das eigentlich zulassen, dass die Euros bei sich als Parallelwährung umlaufen. Also ich habe versucht und von vielen, die mitgearbeitet haben, Präzisierungen erhalten zu diesem Punkt. Aber da ist sicher noch einiges an Durchführung zu diskutieren. Fälschungsverbot und unzulässige Zahlungsformen. Da steht auch einiges im Strafgesetzbuch, aber all das muss natürlich hier integriert werden. Der erste Passus ist, wie gehabt, betrifft das Fälschen von Münzen und Banknoten. Der nächste aber sagt, unbare Zahlungen sind nur mit Zentralbankbuchgeld über angemeldete Geldkonten zulässig. Eine direkte Geldübertragung von und auf andere Konten ist verboten. Denn sonst geht das wieder los mit der Kettenkreditbildung. Mit Ausnahme von Devisen für Außenhandelsgeschäfte darf im gesamten Währungsgebiet nur das gesetzliche Eurogeld als Zahlungsmittel verwendet werden.
Klammer auf, hier plädieren einige dafür, dass man aber auch lokale Ersatzwährungen, ein bisschen Bitcoin und was sonst die Fantasie noch hergibt, mitzulassen soll. Mein Plädoyer ist, lass mal erst die einfache Version durchsetzen, schauen, wie es damit läuft, denn das wird wieder zu Komplikationen führen, wird genau wieder das hervorrufen, was wir beklagen, nämlich wer rechnet was wie um, wer hat das Recht, das herauszugeben, das Lokalgeld, wer hat Anspruch auf den Gewinn, der dadurch entsteht, dass da wieder ein unverzinslicher Bestand rumläuft. Und dann kommt ein Passus, das Nicht-Einhalten der Zahlungsregelung und der Verbote oder eine Umgehung dieser Regelungen durch unzulässige Zahlungsformen, Zahlungswege und Zahlungsmittel sind strafbar. Wenn Sie da nicht etwas unter Strafe stellen, dann bleiben das Wohlverhaltenserklärungen und es passiert gar nichts. Die Höhe der Strafe will ich hier nicht diskutieren, sie ist sicher zu differenzieren. Aber bei Fälschen von Geld, dort ist der Gesetzgeber durchaus ziemlich erbarmungslos. Und das kann man sich hier eigentlich auch wünschen. Ja, jetzt kommen wir zu einem Passus, der betrifft die Rolle der Europäischen Zentralbank und der nationalen Zentralbanken in der Zukunft. Und hier sind einige Regelungen notwendig und ich glaube, die Zeit reicht nicht aus, hier in die Tiefe zu gehen. Nur ist es klar, dass hier die Satzung eigentlich neu formuliert werden muss. Und auch das Zusammenwirken zwischen der Zentralbank und der nationalen Bank. Denn Stichwort Target-Kredite. Da läuft zurzeit einiges schief, weil es ungeregelt ist, weil es offen ist, weil es ins Belieben der nationalen Banken gestellt ist, wie viel Zentralbankbuchgeld sie rausgeben. Wir haben nämlich noch gar nicht darüber gesprochen, dass auch das Zentralbankbuchgeld ein in beliebiger Größe und Menge herausgebbare Geldmarkteinheit ist. Ich will das auch hier nicht vertiefen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in der Bilanz der Europäischen Zentralbank, dass alles saldiert wird und die tun so, als ob es nicht eine Forderung der Bundesbank an die italienische Staatsbank gäbe in der Summe von 1 Billiarde. Das ist zusätzlich einer Billionen, Entschuldigung. Billiarde gibt es, glaube ich, noch nicht. Ne? Also ich gehe das kurz durch. Die Europäische Zentralbank ist eine rechtlich unabhängige Institution, und ihre innere Organisation muss eben in einer Satzung entsprechend geregelt werden. Sie muss ausgestaltet werden zu einer Monetative, zu einer eigenen Rechtseinheit im Staate, die nach dem Check-and-Balance-Prinzip Rechenschaft gegenüber einem zentralen Gerichtshof schuldig ist, die sich an die Rahmenbedingungen halten muss, die hier formuliert sind. Wir haben ja gegenwärtig auch gar keine Währungsordnung und keine Geldordnung, in der irgendwelche Grenzen und Rahmenbedingungen für die Geldpolitik gesetzt sind. Geldpolitik ist was ziemlich Märchenhaftes, im Nebelstochendes. Und wenn Sie den Greenspan hören, dann sollen wir sie auch gar nicht verstehen. Und am Ende liest man ein Buch von ihm und stellt fest, er hat es auch nicht verstanden. Also hier ist noch allerhand zu leisten. Der nächste Passus ist wie behabt. Der Anteil der Mitgliedstaaten am Kapital und an den Gewinnen ist zu 50% aus Bevölkerung, zu 50% aus Bruttoinlandsprodukt. Das ist heute schon und kann auch meines Erachtens so bleiben. Jetzt kommen die nationalen Zentralbanken. Hier muss man auch klären, was sollen sie, was dürfen sie, wie weit sind sie unabhängig? Ja gut, sie werden Vermögenswerte ihres Staates verwalten, aber die darf man sozusagen nicht durchmischen und wem gehört das Gold und wann darf es verkauft werden? Ich will das hier nicht vertiefen, ich will nur darauf hinweisen, das sind Arbeitspunkte, da können Sie für jeden eigentlich schon eine Kommission berufen, die das im Einzelnen zu klären hat. Wichtig ist der Passus, dass das europäische Zentralbanksystem das Vertrauen in das gesetzliche Geld gewährleisten und das störungsfreie Funktionieren der Währungsordnung sichern soll. Sie kontrollieren in Zusammenhang mit anderen zuständigen Aufsichtsbehörden den ordnungsgemäßen Bankbetrieb bei allen berichtspflichtigen Banken, das sind die Geldbanken, von denen ich gleich rede, und garantieren die jederzeitige Verfügbarkeit der Guthaben auf diesen Geldkonten. Die zentrale Aufgabe, man muss sich mal fragen, was soll sie und was möchte man gerne von ihr, ist das Bereithalten und Inverkehrbringen von Zentralbankgeld in einer für den Zahlungsverkehr im Währungsgebiet notwendigen Gesamtmenge, ohne den Geldwert zu gefährden. Klingt einfach, ist aber in der Durchführung, wenn man darüber nachdenkt, auch eine noch gar nicht keineswegs geklärte Sache.
vorrangiges Ziel, und das ist bisher eigentlich Einvernehmen unter den Zentralbankern und Geldpolitikern, ist die Sicherung des Geldwertes. Ob man das nun mit einem Wert versieht wie hier, ist ebenfalls zu diskutieren. Wie hoch er ist, auch. Einige meinen, wenn gesagt wird, Ziel 2%, dann muss sie alles dafür tun, damit es 2% werden. Ich meine, das ist ein völliges Missverständnis, sondern sie soll dafür sorgen, dass es niemals darüber hinausgeht. Das sind natürlich zwei völlig verschiedene Dinge. Aber da sehen Sie wieder, welche Präzision eigentlich notwendig ist, um entscheidendes Handeln in die richtige Bahn zu lenken. Und jetzt kommt ein wichtiger Passus. Die EZB hat das Monopol der Geldschöpfung. Sie kann Zentralbankgeld auf verschiedene Weise in den Verkehr bringen oder einziehen und damit die Verkehrsgeldmenge verändern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Passus in dieser Währungsordnung. Einziehen ist ebenfalls wichtig. Die Ausgabe und das Einziehen von Bargeld und Buchgeld werden als Verkauf beziehungsweise Kauf bilanziert. Durch Hinzufügen von neuem Bargeld oder Hinzubuchen von neuem Buchgeld zur Vorratsgeldmenge ergeben sich Geldschöpfungsgewinne, über deren Ausschüttung die EZB beschließt. Das liest sich sehr einfach. Dahinter steckt aber ein Problem, was hier Herr Götze schon angesprochen hat. Wann entsteht hier eigentlich Seniorage oder Geldschöpfungsgewinn? Nach heutigem Bilanzierungsverfahren entsteht bei der Giralgeldschöpfung eben kein Geldschöpfungsgewinn in dem Moment, wo man es schafft. Und bei der Buchgeldschöpfung und auch bei der Notengeldschöpfung durch die Zentralbank entsteht auch kein originärer Gewinn. Der entsteht erst sekundär, wenn das ausgeliehen wird gegen verzinsliches Darlehen. Nur die bisher immer nicht diskutierten Münzen, die werden seit eh und je so bilanziert, dass wenn der Staat an die Zentralbank Münzen verkauft, das sofort zu einem Gewinn führt, den der Staat später wieder ausgeschüttet bekommt. Keiner kann mir beantworten, warum das eine so, das andere so bilanziert wird. Man kann das geschichtlich erklären, weil das nämlich das Geld ursprünglich Gutscheine für hinterlegte Goldmünzen waren. Und Gutscheine bilanziert man halt anders als die Goldmünzen. Aber wenn man den Schein in die Rolle der Geldmünze erhebt, sozusagen zum Zahlungsmittel macht, dann ist es nicht nur berechtigt, sondern notwendig, ihn auch zu aktivieren in dem Moment, wo ich ihn schaffe. Und erst durch diesen Akt, dass Sie vorher die Bilanzierungsregeln der Zentralbank umstellen, können Sie auch bei der Umstellung auf Vollgeld Gewinne machen in diesem Augenblick. Wenn das nicht geschieht, wenn diese Bilanzierung, die ich zugebe, schwierig ist zu verstehen, nicht praktiziert wird, da können Sie Jahre warten, bis durch leichte Zinszuflüsse etwas passiert, aber ein richtiger Entschuldungsschub, den wir ja hiervon erwarten, würde da nicht zustande kommen. Ja, hier ein weiterer Punkt. Die Geldpolitik soll sich an den Möglichkeiten der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung orientieren und monetäre Störungen ausgleichen. Durch adaptive Geldpolitik trägt die EZB zur Verstetigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei. Hierzu möchte ich nur sagen, das ist sicher etwas Wünschenswertes, aber es ist noch offen, selbst in der neuen Geldordnung, wie weit das in den Möglichkeiten steht. Durch Zins und Menge und mehr Hebel hat sie nicht. Tatsächlich solche Ziele zu erreichen, es ist schon schwierig genug, die Geldwertsicherung bei gleichzeitig ausreichender Versorgung mit Liquidität zu erreichen. Mein Vorschlag ist also, zunächst mit einem geringen Anspruch zu beginnen und später kann man sich ja vorstellen, dass man das eine oder andere auch noch versucht. Ein wichtiger Punkt für eine europäische Währungsordnung ist, dass die Zentralbank gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten zu finanz- und wirtschaftspolitischer Neutralität verpflichtet ist. Sie muss sich bezüglich der absehbaren Auswirkungen geldpolitischer Maßnahmen und mit den Regierungen der Mitgliedstaaten abstimmen und sich an von diesen vorgegebenen Leitlinien halten. Dahinter steckt, es darf nicht mehr zulässig sein, dass sich einzelne Nationalbanken sozusagen selbst bedienen und damit plötzlich das neu geschöpfte Zentralbankgeld irgendwo hinfließt und denen einen Vorteil bietet. Das ist etwas, was in Zukunft durch den Begriff Neutralität gegenüber den Mitgliedsländern verboten sein sollte. Und auch ein wichtiger Punkt ist, der Kauf und Verkauf ausländischer Währung ist mit der Außenhandelspolitik der Mitgliedsländer abzustimmen. Hier ist noch keineswegs zu Ende diskutiert, wie eine neue Vollgeldordnung
mit limitierter Menge umgeht, damit, dass es in der übrigen Welt andere Geldordnungen wahrscheinlich noch geben wird, deren Mengen massiv schwanken können. Sie müssen nur die Schweiz angucken, die sich gezwungen sieht, in riesigen Mengen Geld zu schöpfen, um den Kurs auf 1,20 zu halten. Also auch hier muss man noch präzisieren, wie man damit in Zukunft umgeht. Und jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, der auch im nächsten Vortrag berührt wird. Längerfristige Kredite und der Zentralbank an die Mitgliedstaaten sowie der Erwerb von Anleihen und anderer Schuldtitel der Mitgliedstaaten sind verboten. Da möchte ich etwas darauf eingehen. Es wird hiermit das bestehende Verbot der Staatsfinanzierung durch die EZB nach Artikel 123 Absatz 1 AEUV bekräftigt. Dieser Artikel ist heute in Verbindung mit anderen einfach nicht einhaltbar. Er ist ein frommer Wunsch. Es wird geschummelt, um ihn irgendwie doch zu erfüllen. Ich werde da nicht vorgreifen, aber jedenfalls hier hat man sich ein regulatives Wunschgebäude geschaffen im heutigen europäischen Ordnung, das so nicht aufrechtzuerhalten ist. Die weitere Frage ist natürlich, kann man im zukünftigen System verlangen, dass das nicht mehr passiert? Und die Antwort ist, nach der immensen Entschuldung, die ich gleich nochmal skizziere, haben es die Staaten nicht mehr nötig, sich an der Zentralbank finanzieren zu lassen. Sie können in die übrigen Geldmärkte und Kapitalmärkte gehen, denn wir haben ihnen einen solchen Luftraum, Spielraum verschafft, dass es für Jahre ausreichen müsste. Wenn man es von vornherein zulässt, dann geht es eigentlich gleich wieder los mit der Staatsüberschuldung. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Passus. Das sind die Geldbanken. Wir haben vorhin den Begriff Geschäftsbanken gehört und in der Pause habe ich mal gefragt, was ist eigentlich eine Geschäftsbank? Ja, das sind die, die Kredite vergeben dürfen. Nein, das sind die, die das Recht haben, Einlagekonto zu führen. Das sind die, die Recht haben, Giralgeld zu schöpfen. Und mein Vorschlag ist, in dieser Währungsverfassung das nun mal gleich zu präzisieren und zu sagen, das sind Geldbanken. Die als Geldbanken zugelassenen Institutionen verwalten die Geldkonten ihrer Kunden. Sie können für den eigenen Bedarf, für andere Banken, Finanzinstitutionen und für staatliche Institutionen gesonderte Geldkonten führen. Eine klare Regelung. Das ist ihre Aufgabe bezüglich des Geldes. Über die Geldkonten werden von der Geldbank alle ein- und ausgehenden Zahlungen der Kontoinhaber abgewickelt. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die Bestände der Geldkonten der Kunden sind getrennt von der Bankbilanz zu führen. Wenn ich also in Zukunft einen Kredit nehme, dann muss die Bank von ihrem Geldkonto auf mein Geldkonto überweisen und es wird tatsächlich eigenrechtlich getrennt. Über den Bestand eines Geldkontos kann nur der Kontoinhaber oder dessen Bevollmächtigter befinden. Ein wichtiger Punkt, ein Geldkonto kann nicht überzogen werden. Sie können ja auch nicht mehr Geld ausgeben, als Sie im Portemonnaie haben. Dessen muss man sich klar sein. Was das heißt, muss auch bedacht werden. Sie müssen nämlich ganz anders über Geld disponieren. Sie müssen mit Ihrer Bank einen Vertrag abschließen, dass Sie im Falle, wo absehbar wird, dass das eintreten würde, vorher Ihnen automatisch ein Kredit gegeben wird. Dafür brauchen die Banken neben der Führung der Kundenkonten, nämlich Anlagekonten, auf denen Sie das von einem Kunden der Bank geliehene Geld verbuchen, Termingeld, Tagesgeld. Und Sie brauchen Kreditkonten, auf denen das von einem Kunden der Bank ausgelieferte Geld verbucht wird. Also Kreditgeld, Kreditkonten ist das, wo die Bank sagt, Sie haben bei mir so viel gekriegt und Anlagekonten ist, wo die Bank Ihnen sagt, Sie haben mir so viel gegeben. Und hier muss in einer Gelddisposition, ein Stichwort, was Ihnen gar nicht geläufig ist, denke ich, dauernd dafür gesorgt werden, dass mit den erwarteten Geldeingängen und den zu erwartenden Ausgängen die Sache immer positiv ausgeht. Das sagt sich sehr einfach. Und ich habe mich erkundigt bei Bankern, mit denen ich befreundet bin, dass ihnen diese Aufgabe, außer in einer Zentralabteilung, die dafür zuständig ist, gar nicht bewusst ist. Und das liegt ja auch daran, dass sie hier Giralgeld schaffen können. Wenn Sie ihnen das aber in Zukunft nicht mehr erlauben, dann müssen als allererstes einmal die Banken mit einer Gelddisposition genau dieses bewerkstelligen, den Abfluss, der täglich stattfindet, mit dem Zufluss, mit dem man täglich zu rechnen hat, zu einem Ausgleich zu bringen. In der Warenwirtschaft ist das durchaus reguläres Geschäft. Ich bin Logistiker über einige Jahre gewesen
und weiß, dass das eine raffinierte Angelegenheit ist, die man auch im Bankwesen machen könnte, aber die muss man dort machen, sonst funktioniert das nicht. Neu eingerichtete und aufgelöste Geldkonten sind der EZB von der Geldbank unverzüglich zu melden. Die Summe der aktuellen Bestände ist der EZB elektronisch zu mitteln. Hierhinter steckt Folgendes. Viele befürchten ja, dies ist Big Brother is watching you. Das heißt, Zentralbank sagt Staat, sagt Steuerbehörde, was alles ist. Deshalb heißt es, es soll jede Bank nur die Summe melden dessen, was bei ihr in den Konten steht. Und die Einzelbestände sind nur im strafrechtlichen Falle einsehbar. Man muss an diese Dinge denken, also Datenschutz und Bankgeheimnis. Jetzt kommen wir zum letzten Passus, der hier heute zählt. In Kraft treten. Sie tritt zum 1. Januar 2000, ich hoffe 2000 irgendwann, in Kraft. Am Stichtag erfolgt die Umstellung der Girokonten in Geldkonten und die Änderung der Bilanzierung von Banknoten und Buchgeld wie Münzgeld. Das ist sozusagen der Kernbeschluss, den man bestimmt nach Beschluss erst 2 oder 3 Jahre später realisieren kann, denn es müssen dafür Zahlungssysteme umgestellt werden, es müssen die Banken Anlagekonten und Kreditkonten anbieten und sie müssen alle ihre Disposition des Geldes umstellen. Private am wenigsten, da läuft es wie weiter und so soll es auch sein. Firmen ganz bestimmt und Banken in ganz beträchtlichem Maße. Ich habe hier Beiträge in der Vollgeld.de hinterlegt, in denen dazu sehr viel konkretere Ausführungen zu entnehmen sind. Und Sie werden merken, da geht es um schwierigen Tobak. Das kann man nicht so einfach wegwischen. Aber wenn man das nicht gelöst hat, wird man das auch nicht durchsetzen können bei den Fachleuten, weil sie berechtigt sagen, und wie sollen wir das in Zukunft machen? Beispielsweise, wenn wir jederzeit Girokonten schöpfen können, brauchen wir uns um die Liquidität als Bank nur mit gewissen Grenzen zu kümmern, aber nicht täglich. Bis zum Inkrafttreten müssen alle Geldbanken die zur Umstellung vorsehen, Girokonten mit positivem Kontostand erfassen und der EZB melden. Die Summe der Girokonten ist am Stichtag der EZB zu übermitteln, eigentlich ziemlich selbstverständlich. Die Summe der jederzeit fälligen Verbindlichkeiten für die umgestellten Konten wird am Stichtag aus der Bankbilanz herausgebucht und zu einem Umstellungskredit der Europäischen Zentralbank an die Geschäftsbanken gemacht. Das heißt, die Verschuldung der Bank verändert sich nicht, aber der Schuldner verändert sich. Das heißt, sie schuldet nicht mehr dem Kunden der Einlage, sondern sie schuldet der Zentralbank. Die Mindestreserven kann man deshalb aufheben, weil ja das Geld in Zukunft durch die Zentralbank gesichert ist. Das ist ein kleiner Verrechnungsbetrag. Aber hieraus resultiert, wie ich nachher zeigen werde, eben dieser große Befreiungsschlag einer Entschuldung. Dieser Umstellungskredit ist von den Geldbanken innerhalb von 2, vielleicht auch 3 Jahren, das muss man noch prüfen, in gleichen monatlichen Raten zu tilgen. Eine vorzeitige Tilgung ist zulässig. Denn wenn Sie das offen lassen, haben Sie eine Verdopplung der Geldmenge. Bis zum Ablauf der Tilgungsfristen bleibt der Umstellungskredit zinsfrei, denn sonst hätten Sie nicht nur das Hinwegnehmen der nicht mehr freien Finanzierung von Krediten, sondern außerdem noch die Zinsbelastung durch den Riesenbetrag, den Sie abgeführt haben. Der nach Fristablauf nicht getilgte Restkredit wird zum normalen Kreditsatz weiter verzinst. Ja, und jetzt kommt es. Die aus der Umstellung der Girokonten und der Bilanzierung resultierenden Bilanzgewinne werden anteilig den Gewinnkonten der Mitgliedstaaten gutgeschrieben. Ganz wichtig, die kriegen das noch nicht ausgeschüttet. Das wird in gewisser Weise auf ein Sperrkonto gegeben. Denn wenn Sie das augenblicklich ausschütten würden, dann kann es zu einer Liquiditätsschwemme kommen. Die Staaten kommen in den Ausgaberausch und damit hatten wir unseren Geldwert auch vernichtet. Das ist eine ganz diffizile Sache, die Überführung der Rückzahlung der Umstellungskredite und der Ausgabe durch den Staat. Und primär, und das ist das Wichtigste, primär sollten sie eben zur Tilgung von fälligen Staatskrediten verwendet werden und eben am Ende eine Entschuldung bewirken, die ungefähr nach 2 Jahren, 3 Jahren erreicht ist. Es gibt jetzt noch ein paar technische Dinge. Die Währungsverfassung ersetzt und ergänzt alle bestehenden Gesetze und Verordnungen der Mitgliedstaaten, soweit diese Punkte der Währung, Kredit, Bank und Finanzordnung betreffen, die in dieser Währungsverfassung geregelt sind.
Wenn wir anfangen würden, wie vorgeschlagen, in unseren Gesetzen rumzuwerkeln und hier einen Paragraph hinzufügen und dort einen ändern und dort ein Stück ranzubringen, kriegen wir die Konsistenz nicht in den Griff. Wenn Sie ein neues Gesetzeswerk schaffen, ist dies der elegantere Weg, aber ich möchte das mit den Fachleuten noch diskutieren, indem Sie sagen, hier ist grundsätzlich geregelt, wie im Grundgesetz, und das bleibt bestehen, Klammer auf, im BGB steht immer noch Reich und solche Dinge drin, obgleich wir darüber die Verfassung haben. Das schadet so lange nicht, wie in der Bundes-, wie sagt man, im Grundgesetz steht, das Grundgesetz bricht andere Sätze. Das soll hier gesagt werden. Von der Währungsverfassung aufweichende Regelung, brauche ich jetzt nicht zu vertiefen. Änderungsvorbehalt, ganz wichtig. Wir dürfen nicht so tun, als ob man mit solch einem Stand schon die Zukunft voll erkannt hat. Und Abstimmungsmodus. Ja, wozu das alles? Und damit möchte ich aufhören. Denn das ist ja ziemlicher Kraftakt, braucht einige Jahre, gibt Geldsicherheit, gibt Rechtssicherheit. Ich will diese Pluspunkte gar nicht alle aufführen, gibt also eine Aussicht, dass Bankencrash nicht mehr da sind, dass Blasen nicht mehr da sind. Aber der Hauptpunkt kurzfristig ist der. Die Gesamtverschuldung der Staaten der Europäischen Währungsunion betrug 2012 rund 8,6 Billionen Euro. Das sind 101% des Bruttoinlandsproduktes. Die Umstellung der Girokonten auf Geldkonten und, die Bilanz, und der Bilanzierung von Bankkonten, Banknoten und Buchgeld bei der EZB ergäbe 2012 einen Umstellungsgewinn von ca. 5,4 Billionen Euro. Das kann man relativ präzis aus den Bilanzdaten ablesen, mit einer Ausnahme. Darin sind noch nicht die saldierten Target-Kredite enthalten. Wenn Sie die Target-Gelder mit einbeziehen, dann wird das rund 1 Milliarde mehr. Damit lassen sich die Staatsschulden senken auf rund 3,2 Billionen Euro. Das sind nur noch 37% des Bruttoinlandprodukts. Und hinzu kommen jährliche Geldschöpfungsgewinne der EZB von 70 bis 100 Milliarden Euro. Und diese Entlastung begründet das Verbot zukünftiger Direktfinanzierung der Staaten durch die EZB, weil man ja sich vorstellen muss, um wie viel die Staatshaushalte in dem Kapitaldienst entlastet werden. Meines Wissens sind 15 bis 20% der Haushalte heute Kapitaldienst. Wenn Sie davon 2/3 wegnehmen, dann haben die plötzlich statt -3 oder -7% +5 bis +10%. Und damit müsste man eigentlich zurechtkommen. Ja, man könnte sogar noch weiter tilgen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Da waren natürlich jetzt sehr, sehr viele Punkte drin, also sehr, sehr konzentriert. Das erste Frage von mir, wir haben ja ein europäisches Geld, aber um das zu beschließen, die europäische Staatlichkeit ist ja wohl noch nicht so entwickelt. Man müsste einen einstimmigen Beschluss aller Mitgliedsländer herbeiführen. Ich bin deswegen ohne Antwort auf diese Frage. Ich habe mich bei Juristen erkundigt, die im Übrigen die Neigung haben zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet, da kann ich Ihnen leider gar nichts dazu sagen. Wirklich, ein Jurist hängt sich nur ganz selten aus dem Fenster, aber ich habe auch Verfassungsjuristen in meinem Freundes- und ja. Und die sagen, es ist immer die Frage, wer die Gesetzgebungsinitiative hat. Und auf europäischem Raum, und dies müsste ja auf europäischem Raum beschlossen werden, kann das eigentlich von irgendeinem Parlament ausgehen, europäischen, Landes- oder Bundesparlament oder französischen, die dann wiederum über die Parlamentarier oder über die Regierung. Wir müssen irgendjemand dafür gewinnen, einen Vorschlag, der natürlich ausgereifter sein muss als dieser und der außerdem kommentiert sein muss über die Begründung, welche Ziele, ja, einmal ins Gesetzgebungsverfahren zu bringen. Aber meine Bitte ist, im Vollgeld.de steht der aktuelle Stand dieses Entwurfs, wer Interesse hat, schaut sich das genauer an. Da ist auch ein kommentierter Entwurf, damit ich hier nicht im Eiltempo überall durchgehe. Da können Sie die Begründungen finden. Und wer Ideen hat, wo man präzisieren und ergänzen muss, kann mir das schicken in den Word-Datei eingetragen oder als Kommentar. Also das wäre ein konstruktiver Weg, um
mal eine Gesetzesinitiative mit mehr als einer Volksbefragung, die sagt, wir wollen, sondern mit Substanz vorzulegen. Gut, ich eröffne die Diskussion. Herr Scharf, bitte. Ja, ich habe zwei Teile. Das eine ist der Anforderung, bezogen auf die Vorschriften, die mittels des Strafrechts Verletzungen dieser Regelung sanktionieren. Es ist auf jeden Fall sinnvoll und wahrscheinlich auch wesentlich effektiver, wenn man ausdrücklich solche, Regelverletzungen als mit der Sanktion der Nichtigkeit, der zivilrechtlichen Nichtigkeit darauf gegründeter Geschäfte versieht. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Das ist sozusagen die erste Sanktion, dass das überhaupt nicht rechtswidrig ist. Das hat nämlich zur Folge, dass man kein Gericht mehr findet dafür, solche Dinge durchzusetzen. Ja, also das bringt das Eigeninteresse zum ins Spiel. Ja. Also es ist nur eine Anregung. Ja, eine wichtige, hilfreiche Anregung. Ja, und dann habe ich da ein ganz wesentliches, Fragezeichen. Ich habe ja vorhin selber so ein paar grobe Ausführungen gemacht darüber, wie das Buchgeld verteilt ist. Wir haben ja das Problem, dass bei der Vermögensverteilung eine extreme Schieflage entstanden ist, die wohl auch mit dem Geldschöpfungssystem oder mit dem jetzigen Geldsystem zu tun hat. In dem Entwurf ist vorgesehen, dass eine 1:1 Umstellung stattfindet. Das heißt, große Vermögen, die vielleicht in wie auch immer buchgeldgenerierter Form entstanden sind, werden dann ganz easy umgestellt. Die werden umgestellt, Punkt. Ja, ja. Nicht aber easy, sondern werden umgestellt. Das andere ist nicht easy, was Sie im Sinne haben. Das ist nämlich eine großartige Vermögensumlage, die Sie sozusagen in einem Zuge mit einer solchen Sache machen wollen. Meine Empfehlung ist, das eine vom anderen zu trennen. Wenn Ihnen also die großen Vermögen nicht gefallen, dann muss es eine Vermögensabgabe geben und die im Übrigen nicht nur die relativ geringen Geldmengen betrifft. Das Vermögen ist doch zum größten Teil angelegt, ist also nicht das, was uns hier berührt, die tatsächliche Verkehrsgeldmenge. Die ist im Übrigen beim breiten Volk noch relativ breit verteilt. Also fragen Sie mal, wer Bargeld hat. Das ist bei den meisten armen Leuten. Richtig reiche Leute brauchen kein Bargeld. Ich habe heute mit einem Generaldirektor gesagt, ich brauche nie Bargeld. Weil es immer sicher war, dass er irgendwann mal zahlen kann. Ich will eigentlich mit meiner Frage das verraten wollen. Nein, also je reicher jemand ist, umso weniger Bargeld braucht auf dem Konto relativ zu seinem Eigentum. Sie wollten noch die Frage ergänzen? Ja, ich wollte eigentlich. Sie haben vielleicht ein bisschen zu schnell geantwortet. Ich habe mir dabei überlegt, oder mit diesem Fragezeichen, wie man sowas politisch durchsetzen möchte. Ja, das, die Gedanken muss man sich machen. Und da spielt das mit Sicherheit eine Rolle. Ich will es einfach nur als Anregung oder als Bedenken reingeben, dass man sich darüber Gedanken macht. Wir haben ja heute Abend eine Runde. Das ist nämlich eine Frage, wie ist es eigentlich überhaupt durchsetzbar? Ob Sie das durchsetzen, wenn der Teil, der Vermögen hat, gleich dabei beschöpft wird, habe ich mal nicht gesagt. Aber wenn das okay. Als 1% ist, dann hat es also keine so große Problematik. Die werden ja auch nicht geschöpft. Also mein Name ist Martin Zeiss, ich bin Lehrer für Deutsche Wirtschaftsgeschichte und wir beschäftigen uns in unserem Fachhochschulkollegs und auch im größeren Breitenkreis auch seit 2006 mit den Fragen, unter anderem durch der Monetative, angesprochen werden. Ich habe zu dem Entwurf, also ich habe die Bücher von Herrn Huber gelesen und so weiter, also ich kann das gut verstehen. Ich habe zwei Fragen, die jetzt nicht den Entwurf als solchen betreffen, sondern diese Umstellungsphase in der Europäischen Währungsunion. Wir haben doch in dieser Europäischen Währungsunion inzwischen derartige Disparitäten, auch in der Staatsverschuldung, die sich bei Griechenland, also knapp bei 180% des BSB, bei uns sind es glaube ich 80, und sodass dann, wenn ich diese Geldschöpfungsgewinne, die nach einem gewissen Schlüssel verteilt werden sollen, ja ansehe, bei Staaten, die, ich sage es mal, sehr optimistisch in 5 bis 10 Jahren in den Genuss dieser Regelung kämen, ich mir nicht sicher bin, ob dann Einzelstaaten mit 250%
BSP-Staat zur Schuldenebene eben nicht auf die 37% BIP kommen, sondern was weiß ich wohin. Frage 1, wie kann man in diesem sich laufend verschärfenden Problem, auch die Zinsbelastungen auf Staatsanleihen sind ja total verschieden, wie kann man damit umgehen? Also was haben Sie da für eine Vorstellung? Und das zweite Problem, das sich mir in dem Zusammenhang stellt, ist, gut, das ist vor allem auch vielleicht für die Posen-Diskussion, wie sind bei den so verschiedenen Interessenslagen bei den Tatschen zwei Seiten? Ja? Wie sind dort Regelungen denkbar, wo in einigermaßen, sage ich jetzt mal, noch konsensualer Ausgleich möglich ist? Ist vorhin angesprochen worden, Italien 1 Billion, ja andere Länder ein paar hundert Milliarden. Also wie ist das zweite Problem in dieser Übergangsphase der Tatsche zwei Seiten Ihrer Meinung nach angehbar? Darf ich Ihnen auf die zweite Frage die Antwort geben, weil Sie ein bisschen die erste Antwort impliziert? Ja. Diese 1 Billion ist die Summe der Tagesseiten, die 2012 aufgelaufen sind. Wenn Sie die mit umwandeln durch die Bilanzierung von Buchgeld in der Form von Münzen, entsteht noch ein Betrag von 1 Billion über diese 5,2 hinaus. Und da kann man sich vorstellen, dass man das ungleich verteilt. Sonst würde man gewisserweise den Reichen noch mehr geben. Also damit kriegen Sie schon einen Entlastungsanteil. Wir treffen Ihre Frage 1. Sie kriegen auch eine gewisse Art Motivationsbonbons für unsere Mitglieder im Staate. Wie weit Sie jetzt die 5,2 Milliarden bei Ihrer Umwandlung auch den anderen bevorzugt zukommen lassen, die Billionen, das müsste man diskutieren. Die Frage ist, ob man da sozusagen die Tür zur Verhandlung überhaupt aufmachen darf, weil es dann rasch dazu führen könnte, dass man sagt, machen wir mal Tabula rasa. So wie Sie sagen, die Reichen geben bei der Umstellung ab, sagen wir die Lieferländer wie Deutschland und so weiter, die kriegen mal erst die Kredite nicht zurück. Ich warne vor zu revolutionären Wünschen, dann wird der Konsens, den man hier eigentlich partei- und ideologieübergreifend haben sollte, nicht mehr möglich. Aber wo er sachlich diskutierbar ist, wie beispielsweise Target, wo wir alle nicht gemerkt haben, was da passiert, und diese Entstehung des Giralgeldes hat im Übrigen des Vollgeldes, das Zentralbankgeld hat ja auch interessanterweise gar keinen sichtbaren Schaden angerichtet. Der Schaden entsteht erst, wenn man es nicht mehr weitermacht. Also vorläufige Antwort auf eine Frage, die noch nicht endgültig beantwortet wird. So, jetzt habe ich hier links eine Frage und dann noch zwei. Bitte. Ich habe eine Verständigungsfrage zu dieser Rechnung. Diese 8,6 Billionen Euro Staatsverschuldung stehen ja entsprechende Gläubigerforderungen gegenüber. Wenn ich das jetzt auf 3,2 Billionen durch die Umstellung reduziere, was geschieht denn dann mit den 5,4 Billionen mit diesen Gläubigerforderungen? Die werden von den Staaten nicht ordnungsgemäß. Das heißt, da wird kein Gläubiger gekürzt, sondern die Zentralbank kriegt ja von den Geschäftsbanken in den ersten 2-3 Jahren diese Umstellungskredite zurückgezahlt. Die kann sie als Gewinn den beteiligten Staaten zuschreiben und die können aus diesem Gewinn die fällig werdenden Staatsanleihen tilgen und damit die Antwort diese 5,2 Millionen denen geben, die es dem Staat vorher geliehen haben. Das heißt aber, die Gläubiger müssen während dieses Umstellungsprozesses das quasi... Nein, sie müssen gar nicht warten, sondern sie würden einfach. Wenn wir nichts tun, würden die Gläubiger durch Refinanzierung, durch neue Kreditaufnahme befriedigt. So machen wir das bisher, wenn nicht Griechenland eintritt. In Zukunft laufen ja nicht nach 3 Jahren erst die volle Summe, sondern kontinuierlich Beträge ein. Und das muss man synchron mit der fällig werdenden Zurückzahlung von Staatseinleihen den Gläubigern geben, wobei es auch eine Zwischenfinanzierung durch die Zentralbank geben könnte. Auf gar keinen Fall darf und soll das Gläubigervertrauen in den Staat durch diese Maßnahme erschüttert werden. Also es ist absolut keine damit irgendwie verbundene Enteignung vorgesehen, sondern eben, aber ich möchte auch nochmal festhalten, und wenn Sie sich das genauer anschauen in diesen Beiträgen, die ich verfasst habe,
der synchrone Rückfluss der Tilgung und des Wiederausgebens für Staatsanleihen ist ein Prozess, der muss wirklich gut gesteuert werden, weil wir sonst entweder eine Liquiditätsengpass haben, denn wenn Sie das Geld abziehen und bei der Zentralbank hinterlegen, dann gibt es Trockenheit. Aber wenn Sie es zu früh rausgeben an die Staaten, bevor es aus dem Verkehr genommen ist, dann gibt es Überliquidität und Inflation. Also dieses ist eine ganz, ganz schwierige, aber beherrschbare Aufgabe. Es gibt ja dieses Zitat, there is no free lunch. Und ich glaube, da einen großen Haken zu sehen. Und zwar, die Banken haben ja dann einmal den Nachteil, dass sie keine monetären Vorteile mehr haben und sie müssen Kredite zurückzahlen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Banken dann pleite gehen werden oder durch die Staaten gerettet werden müssen und dann hat der Staat wieder die Schulden über die Banken. Natürlich gehen sie nicht pleite, sondern diese Rückzahlungsfrist von 2 bis 3 Jahren entspricht der mittleren Kreditlaufzeit der noch ausstehenden Kredite. Sie zahlen das, die Banken, von den bei Ihnen zurückfließenden, zum Beispiel Staatsanleihentilgungen, aber auch Privat- und Firmenanleihen, die ja in kontinuierlicher Weise, das Ganze führt aber interessanterweise zu einer Bilanzverkürzung dieser Geschäftsbanken, weil das ja dann nicht mehr bei Ihnen durch die Bücher geht für die Zukunft. Und das wird zu einer Eigenkapitalerhöhung führen. Das ist übrigens, Herr Huber, ein interessanter, positiver Aspekt, der also am Ende dieser Phase von 3 Jahren dazu führen kann, wenn die Banken sich nicht nur noch ungeheuer neu verschulden, dass sie solide aufgestellt sind, weil ihnen eben diese hohen Kreditlasten abgenommen werden nach der Tilgung. Das ist also ein Aspekt, der nochmal für die Folge spricht. Aber das als Antwort auf Ihre Frage. Aber eins möchte ich nicht verhehlen. Es ist tatsächlich so, dass die Banken in Zukunft für Geld, was sie verleihen, mehr Zins zahlen müssen. Also ich sprach von der Gelddisposition. Wenn einer in Zukunft aus seinem Vollgeld, aus seinem Geldkonto 30.000, 40.000 Euro hat und gibt daraus seiner Bank einen Kredit, Tagesgeld, dann macht er das ja nur, wenn er dafür einen attraktiven Zins kriegt. Zurzeit braucht die Bank ihn gar nicht zu fragen, die greift da rein und leitet aus. Da liegt ein Unterschied. Und insoweit wird es durchaus auch für die Bankkunden möglicherweise teurer, andererseits geregelt durch den Wettbewerb, den wir ja schon gehört haben, der das wenigstens daran hindert, dass das ins Uferlose geht. Man könnte da weiter diskutieren. Es ist ein Prozess, der nicht einfach ist und man muss ihn auch verstehen. Also, aber das ist jetzt hier. Wir haben nicht die Zeit dazu. Josef Huber noch, Johannes Krug, ja. Und dann machen wir eine ganz kurze Pause. Ja, ich finde diesen Entwurf eine hervorragende Verdichtungsleistung, wie eine Vollgeldreform und der Übergang dazu und die Aufstufung der Zentralbanken zur Monetative und diese Aspekte. Wir haben das bisher nicht gehört und das ist ganz hervorragend. Und der eine oder andere sagt dann als erste Reaktion, der macht da so einen Entwurf aus einem Guss, das wird doch nie was. Wer soll das denn in die politische Praxis umsetzen? Ne? Also so, das ist eigentlich auch unpraktisch gedacht, weil das gibt es in der Politik nie, dass es irgendeinen Entwurf gibt, der genauso auch am Ende herauskommt. Am Anfang steht immer ein Entwurf. Genau, sowas muss eigentlich da sein. Und im Übrigen ist geschehen auch Dinge, die man nicht erwartet hat. Beim Fall der Mauer, die Wette habe ich krachen verloren. Nicht? Also warten wir es ab. Aber ich glaube, zunächst mal ist der immense Vorteil für uns eines solches Entwurfes, dass er uns sehr direkt auf eine Vielzahl von Fragen führt. Und ich sehe, das sind nicht nur, irgendwie soll ich sagen, nebensächliche Fragen. Das sind alles sehr grundlegende Fragen, die Sie hier ansprechen. Und ich möchte nur 2 Aspekte davon kurz nennen. Also der ganze Paragraph 3 bei Ihnen, der bezieht sich auf Fragen der, wie soll ich das nennen, Kreditwirtschaft. Der ist auch überschrieben mit Kredite und Anleihen. Und ich persönlich frage mich grundsätzlich, inwiefern gehört so etwas in eine Geldordnung?
Betrifft das nicht Fragen, die eine weitergehende Finanzmarktordnung angehen? Ich weiß, es gibt hier unvermeidbarerweise, wie man sagt man heute, Schnittstellen, Überlappungsbereiche. Und ich persönlich vertrete eigentlich die Auffassung, dass man, das gilt übrigens auch für das Zinsthema, das immer wieder kommt, der Zinsersteuerung der Kredit- und sonstigen Finanzmärkte. Ich denke, dass dieses Thema gehört eigentlich nicht genügend in die Geldordnung. Also wenn wir wie heute eine Geld haben, das schon an der Quelle Kreditgeld ist, dann ist das natürlich miteinander verkoppelt. Aber im Prinzip ist die Frage von Zins und Zinseszins eine, die nicht genuin zur Geldordnung gehört, sondern die Finanzmärkte im Allgemeinen betrifft. Und das sind solche grundlegenden Fragen. Also Sie haben bestimmte gute Gründe, dass hier drin steht. Ich wollte nur das aufbringen, als eine wichtige politische Abgrenzungsfrage auch, weil von verschiedenen sozialen Bewegungen kommt eben immer wieder dann, ja und das noch und jenes und bezahlt er für ein Grundeinkommen oder nicht und so weiter. Und ich denke eben, also es ist meine ganz private Meinung, es ist nicht offizielle Auffassung der Monetative, aber ich persönlich neige dazu, den Geltungsbereich einer Geldordnung möglichst eng zu definieren und dann nicht noch alles Mögliche dazu zu frachten oder aufzupropfen. Und dann halt noch ein anderer Aspekt, der ist jetzt wirklich ein bisschen technisch, aber Sie haben in § 5.2, da haben Sie so formuliert, also der bargeldlose Zahlungsverkehr muss erfolgen über angemeldete Konten und so. Ja. Und das bringt mich zu einer Frage, was ist heute eigentlich in einem modernen Fiat-Geldsystem, was ist das Äquivalent von einem Annahmezwang? Erledigt sich das eigentlich nicht dadurch, dass bestimmtes unbares Geld bei einem bestimmten Zahlungssystem zugelassen ist oder in diesem Zahlungssystem erfolgen muss? Ja, also ja, nicht, das ist auch eine Grundsatzfrage, die sozusagen aufgeworfen ist. Das Thema des Geldannahmezwangs, das ist ja relativ hergebracht. Also ich denke, das denkt auch noch so ein bisschen in Münz- und Papiergeldkategorien, von daher kommt das. Regelt sich das nicht heute dadurch, dass es ein bestimmtes Geldsystem gibt, an das Banken und Geldbenutzer de facto angeschlossen sind oder sein müssen? In Europa ist das Target 2. Regelt sich das nicht dadurch, dass praktisch Konten in einem solchen Geldsystem zugelassen sein müssen? Mit dem Anschluss ist das zwangsweise. Ja. Also kurze Antwort, ich bin ein Anhänger des Grundsatzes, weniger ist mehr. Also jeder Passus, den man hier streichen kann, wäre mir lieb, mir ist das schon viel zu lang geworden. Und wenn man sagen kann, dass das, was übrig bleibt, in sich konsistent schon das bewirkt, was wir wollen, dann eben auch diese Passagen, die in die Richtung Finanzmarkt gehen. Aber mein Problem ist, wie grenzt sich Geldmarkt von Finanzmarkt ab und wie weit ist nicht essentiell die Europäische Zentralbank wenigstens für das Funktionieren der Geldmärkte mit in die Pflicht zu nehmen. Das müsste man klären. Also vielleicht kann man es kürzen mit der Transfersteuer zum Beispiel, das kann man da weglassen. Und das andere, das ist das ganze Thema, wie müssen Zahlungssysteme aufgebaut werden, wenn wir uns mal diese Umstellung vorstellen. Wir möchten natürlich den Grundsatz haben, bei so einer Umstellung darf für den Normalbürger so wenig wie möglich zu merken sein, sonst können Sie das ohnehin vergessen. Für die Firmen eigentlich auch, für die Banken wird man gar nicht anders können, als einiges zu ändern, weil man nämlich mit dem Zahlungssystem eigentlich schon Gesetze implementiert. Und die Gesetze müssen wieder so gemacht werden, dass sie implementierbar sind. Das ist also sicher ein Fachkreis, wo wir ohne diese Spezialisten aus dem Sektor der Zahlungssysteme auch gar nicht weiterkommen würden. Also das vielleicht so als vorläufige Antwort. Ich bin kein solcher Spezialist. Gut, Johannes Kuck noch. Ja, ich frage mich auch, um diesen Freelunch-Zweifeln ein bisschen entgegenzutreten, ob es nicht hier rein theoretisch denkbar wäre als Zwischenschritt, wo, überlegen, ob man diese, ob man nicht erst die Bilanzierung der Banknotenausgabe umstellt und zu einer vollen Seniorage kommt und im zweiten Schritt erst das Giralgeld zu voll macht. Also ob das denkbar unterschiedliche
die im Übrigen dazu führen, dass, wenn man das zuerst macht, auch das, was heute die Zentralbank macht, nämlich Vollgeld schöpfen, auch wirklich zu einem Seniorage führen würde. Aber da haben wir ein folgendes Problem. Keiner spricht darüber, dass das Vollgeld, dass das Zentralbankbuchgeld eine vierte Geldsorte ist, die in realen Märkten gar nicht verwendbar ist. Die können nur die Banken untereinander verwenden. Und mit anderen Worten, die Zentralbank könnte Vollgeld, oder besser gesagt Buchgeld, an den Staat ausschütten, der könnte gar nichts damit anfangen. Das ist also ein Aspekt, warum das vermutlich dann doch nicht geht, aber der Gedanke ist mir auch gekommen. Gut, es gibt noch zwei weitere Wortmeldungen. Es tut mir leid, es ist nach 6, wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Wir haben ja heute Abend noch... Eine Diskussion, es gibt auch noch eine Pause hinterher. Bitte die Fragen dann stellen. Ich danke Ihnen sehr für den Vortrag. Wir machen jetzt eine kurze Pause, um 15:15 kommt Christopher Menschik.